Ja, hallo. Das ist hier ein kleines Video-Update zu den kommenden Hunter-Änderungen in dem wahrscheinlich im nächsten Beta-Build. Und zwar gab es im Bluepost, dass beim Hunter folgende Talente geändert werden. Einmal Barrage, Sperrfeuer halt. Dann Eifer. Und die Vögel. Und zwar werden die voraussichtlich folgendermaßen geändert. Das Sperrfeuer kriegt den Schaden verdoppelt, allerdings auch die Fokuskosten verdoppelt. Das heißt, es kostet dann 60 statt 30 Fokus. Das einzig Gute daran ist, dass der Cooldown von 30 auf 20 Sekunden reduziert wird. Das Ziel ist halt von Blizzard, dass man quasi, wie soll ich sagen, ja, halt sein Fokusmanagement stärker beachten muss einfach, weil 60 Fokus ist halt relativ viel. Und ihr kennt das ja von die Vögel, ne? Kostet ja auch 60 und das habt ihr ja wahrscheinlich oder viele von euch eventuell mit Eifer kombiniert, dass ihr immer schön halt den Fokus instant ready habt, wenn Vögel halt wieder bereit ist. Jetzt kommt aber das Ding, ja, Eifer fällt komplett weg. Das nehmen sie raus. Das wird ausgetauscht gegen neues Talent. Und zwar nennt sich das Steady Focus. Ja, das kommt euch vielleicht irgendwie bekannt vor. Das ist so ähnlich wie bei Marksman damals. Und zwar, wenn ihr zweimal Cobra-Schuss oder zweimal zuverlässiger Schuss hintereinander castet, ja, da klingelt es bestimmt bei dem einen oder anderen, wird die Fokusregeneration um 50% für 10 Sekunden erhöht. Ja, also wenn ihr zweimal euren Filler castet, dann, was heißt Filler, euren Fokus-Rack halt castet, dann kriegt ihr 50% erhöhte Regeneration für 10 Sekunden. Eifer fällt, wie gesagt, komplett weg. Das heißt, ihr müsst halt wirklich dann mehr darauf achten, wie ihr euer Fokus managt, weil ihr habt ja kein Instant-Fokus-Rack mehr. Direbeast macht ja on Hit 5 Fokus. Das hier gibt ja im Prinzip gar keinen Fokus. Ja, es spart zwar Fokus, aber in Kombination mit diesen beiden riesen Spendern bringt es jetzt nicht wirklich viel. Und Alpha fällt weg und dafür habt ihr 50% mehr Rack. Das müsst ihr dann halt irgendwie ja, gescheit vorausplanen, sag ich mal. Und die letzte Änderung ist bei die Vögel. Die ist aber eigentlich ganz gut. Also auf jeden Fall besser als jetzt, weil ja, ihr habt ja diesen Nebeneffekt bei die Vögel. Wenn das Ziel unter 20% HP ist und ihr Vögel drauf castet, hat es ja nur 60 Sekunden Cooldown statt 2 Minuten, ne? Das ist aber momentan auf dem Live, merkt ihr das ja, ach, ist nicht nur jetzt, wo es Gear so hoch ist bei den Leuten, sondern auch schon zu Release war das so, dass es halt meistens überhaupt nicht ausgenutzt werden konnte oder halt komplett verschwendet wurde, weil es zeitlich einfach nicht richtig ausging. Auch vom Boss her, von der HP nicht und bei Ads sowieso schon mal gar nicht. Wenn ihr es auf die Ads gemacht habt, dann es hält ja 30 Sekunden und das, so lange hat ja kein Ad mehr gelebt, wenn es 20% HP hat, ne? Also total für den Arsch. Und beim Boss, wie gesagt, da musstet ihr das wahrscheinlich entweder verzögern oder konntet es auch nicht richtig ausnutzen, das zweite Mal dann vielleicht, weil ihr habt dann zwar einen kürzeren Cooldown gehabt, aber bis diese eine Minute wieder rum war, war der Boss vielleicht auch schon tot, ja, weil ihr KR und Pot und alles, was weiß ich, umgebürstet habt. Ja. Jetzt kommt aber die Änderung. Die ist nämlich wirklich interessant. Und zwar wird die Fokuskosten werden halbiert auf 30. Der Cooldown wird halbiert auf eine Minute. Die Dauer wird aber auch halbiert auf 15 Sekunden. Das macht das aber flexibler, weil jetzt kommt das Ding. Dieser Bonuseffekt wird geändert in wenn das Target stirbt, während die Vögel drauf ist, wird der Cooldown resettet. Ja. Jetzt steht hier aber nicht genau, ab wie viel Prozent das gültig ist. Hier steht nur ab niedriger HP, also niedrige Ziele mit niedriger HP steht hier wortwörtlich nur in dem Bluepost. Ich kann euch also nicht genau oder noch nicht genau sagen, wie viel Prozent es sein wird. Ich hoffe, dass es mehr als 20 sein wird. Und das kann man dann auf jeden Fall öfters mal für Ads Downburst nehmen. Und vor allem beim Boss könnt ihr das auch als Finisher quasi, ja,
nochmal extra, wenn ihr nicht gerade BM seid und Killshot nutzt, könnt ihr es bei den anderen Specs auch ganz gut gebrauchen, sag ich mal, weil viele Klassen ja ab 20% nochmal irgendeinen Bonus kriegen. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal, wenn es live geht, auf dem Beta, ein ausführliches Video machen. Und was auch noch geändert wurde, beziehungsweise wieder rückgängig gemacht wurde, ist bei SV das Sichern und Laden. Wo haben wir es denn hier? Naja, auf jeden Fall ist es ja auf dem Live so, dass Sichern und Laden vom schwarzen Pfeil proc 20% Chance pro Tick. Und ihr kriegt dann, also euer Cooldown wird resettet, ihr habt dann keine Fokuskosten für die nächsten zwei Schüsse und es hat einen internen Cooldown von 10 Sekunden. So funktioniert es auf dem Live momentan. Auf dem Beta funktioniert es aber ganz anders. Es proc't nicht von schwarzer Pfeil, sondern von eurer Multi-Strike-Chance, die ihr habt. Ja, Multi-Strike ist ein neuer Stat. Und ihr seht hier, das wären jetzt bei mir 13,76% und das ist in 660er Gear. Okay, das ist jetzt nicht auf Multi-Strike ausgelegt. Das würde man bei SV dann natürlich machen. Aber rechnen wir jetzt mal 15% bei dem Gear, ja. Dann wäre das eure Chance, dass ihr eine zusätzliche Aufladung von Lock and Load kriegt. Die ist aber nicht umsonst. Ja. Sondern die stackt dann jeweils hoch, wenn ihr noch welche habt, bis maximal 5 Stück könnt ihr gleichzeitig haben. Und es war so gedacht von Blizzard, dass ihr das als Burst nehmen könnt. Sprich, ihr könnt euch die aufheben, eben bis 5, und könnt die dann halt raushauen, wenn zum Beispiel ein Trinket proc't oder ihr einen Pot nehmt oder der Boss mehr Schaden kriegt, ja. Oder ihr einfach Burst braucht auf dem Add oder sowas. Das kam aber echt nicht so gut an und es ist auch irgendwie eine blöde Mechanik. Ist auch schwächer als vorher, finde ich im Endeffekt. Und deswegen hat sich Blizzard entschlossen, das wieder rückgängig zu machen. Also es wird jetzt wieder wie auf dem Live-Server mit Black Arrow proc und umsonst etc. wieder geändert. So, das war jetzt erstmal die Hunter-Vorschau und dann wollte ich euch hier noch als Schmankerl, ja, noch ein kleines Gimmick zeigen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ja. Und zwar, wenn ihr hier in Orkima rechts reinkommt auf dem Beta, geht ins Gasthaus. Ja, das war das Falsche, hier rein. Dann ist hier oben. Na, wer ist da? Yay! Gamon! Ja. Der Held von Orkrimmar. I, Gamon, will save us. Ja, der ist ja eigentlich in, also auf Heroic ist er ja eigentlich gestorben, ne? Beim Bossfight. Und das ist aber nicht Kanon, sondern Normal ist es. Und deswegen lebt er und er sitzt hier und trinkt einen. Irgend so eine Orc-Chick hier. Ja. Also unser aller Retter Gamon ist am Leben. Können alle beruhigt heute Nacht schlafen. Oh, ich wollte es euch einfach nur mal zeigen als Gimmick. Und wie gesagt, es gibt dann auf jeden Fall nochmal ein ausführliches Video. Und allgemein auch, wenn es irgendwelche Hunter-Änderungen gibt oder so, mache ich immer Videos. Und dann Guides, wenn es halt, wenn es dann, sag ich mal, auf die finale Fassung zugeht. 6.0 wird es dann auf jeden Fall Guides geben, bevor es rauskommt. Ja, also ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr schaut rein. Bis dann.